Das ist das neue Fotostudio. Und wie ihr sehen könnt, die Rückwand oder der Hintergrund, das ganze Hintergrundsystem ist jetzt endlich angebracht. Und ich mache jetzt gerade mal einen Test mit der Videokamera, wie das wirkt. Vielleicht muss ich die Beleuchtung noch ein bisschen heller machen, aber das wird sich dann irgendwann im Laufe der Zeit noch zeigen. Dann werde ich mal ein bisschen zurückzoomen, damit ihr das sehen könnt. Also das ist das Hintergrundsystem. Da oben befestigt. Und das Papier, das ist dickes Papier, bis hier runter auf den Boden. Allerdings muss ich da noch sehen, ob ich das irgendwie befestigt bekomme. Da liegt jetzt eine Stange drauf. Das habe ich ja euch schon erzählt, damit das ein bisschen begradigt wird. Ja, so sieht es aus. Ein bisschen weiter zurück geht auch nicht. Ich habe jetzt das falsche Stativ dabei. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie drehen kann. Gut. Hier ist die eine Lampe. Und hier ist die andere Lampe. So, die eine Lampe, jetzt wird es noch niemals scharf, die sorgt dafür, dass der Hintergrund hell wird. Ich habe die jetzt noch nicht richtig eingestellt, die Lampe. Und die große, die leuchtet mich direkt an. Da ist der andere Hintergrund. Den werde ich noch mal glatt bügeln müssen. Das sieht gar nicht so schön aus. Ja, auf jeden Fall ist es fertig, Leute. Ist es fertig? Ist es fertig? Vielleicht mal rundherum schwenken. Hier liegen Kabel. Ja, das ist nur ein alter Barhocker von mir. So, und da werden in Zukunft die Passfotos gemacht. Die Platte wird noch ein bisschen verkleinert und dann die Wand befestigt. Da steht mein Notebook. Dafür habe ich auch den Barhocker, dass ich hier auch mal davor sitzen kann. Und das Gute daran ist, das ist ein Regal. Das kann ich x-beliebig irgendwo anders hinstellen im Raum, dann ist es mir nicht so im Weg. Das ist der Vorteil. Da muss ich aber noch Filzglatt darunter machen. Ja, es sieht noch ein bisschen wirr aus. Ja, meine dicke Jacke, weil es noch ein bisschen kalt hier ist. Müll habe ich auch schon weggebracht. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus aktuell. Und ich werde mal sehen, ob ich vielleicht mal Videos hier mache über mich oder euch was erzähle. Ich mal ein bisschen festmachen. Wie gesagt, das Stativ ist nicht das Richtige, ich muss das andere haben. Das ist der neue Adventskalender vom Lions Club Lüdenscheid-Lennetal. Das Foto habe ich zur Verfügung gestellt. Und zwar ist der Ahrhammer drauf zu sehen im Winter. Und die Einnahmen, die gehen zugute, also besser gesagt für einen guten Zweck. Technisches Denkmal Ahrhammer Herscheid, Soko Respekt e.V. Lüdenscheid und Lebenshilfe Lüdenscheid Märkischer Kreis e.V. Also ich finde den Kalender wirklich super toll. Und das ist, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, der dritte Kalender mit einem meiner Fotos. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Hat zwar lange gedauert, aber was lange dauert, das wird irgendwann mal gut. Und das Wichtigste ist, der Spiegel hängt jetzt auch. Denn es gab eine Kundin, die hat nach dem Spiegel gesucht, weil sie sich noch zurechtmachen wollte und ich hatte noch keinen. Also musste ich meinen Kosmetikspiegel zur Verfügung stellen. Da oben ist die Lampe. Kann man natürlich auch ausmachen, dann ist das Licht auch besser. Gut, ich muss ja hier auch wieder den Akku laden. Die Kamera brauche ich bald. Denn es sind Laternenumzüge in nächster Zeit und da bin ich viel unterwegs.
So, ich werde dann mal Feierabend machen. Ist schon spät. Tage werden wieder kürzer. Kann man nichts machen. Also, bis zum nächsten Mal. So, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich mal ein bisschen in Plettenberg rumgetrieben, allerdings ohne Kamera. Ich habe mich ein bisschen unterhalten mit jemandem, der meine technische Anlage betreut. Und dann mal nach Möglichkeiten gesucht, wie ich die Videos über die Webcam weiter verbessern kann. Jetzt bin ich gerade hier am Tanneneck. Ein bisschen Natur genießen. Schöne herbstliche Landschaft. So, und da bin ich schon wieder. Jetzt zeige ich euch mal diese herrliche Aussicht. Ja, die Tage werden wieder kürzer. Es ist, glaube ich, jetzt 16:30 und es wird schon wieder dunkler. Naja, ich habe jetzt noch einen freien Tag, das heißt morgen, Mittwoch. Und am Donnerstag bin ich wieder in Plettenberg. Mal sehen, wie das Wetter ist. Vielleicht nehme ich auch die Kamera mit. Also, wir sehen uns. Ach ja, vielleicht sollte ich auch noch mal kurz meine Ersatzcam zeigen, die Rollei. Das ist die Qualität. Das Mikrofon ist ein bisschen schwach. Das könnt ihr sicherlich hören. Deswegen bleibt es meine Ersatzcam, falls die GoPro ausfallen sollte, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Dann habe ich die Cam, bis ich dann eine andere habe. Aber ihr könnt ja, glaube ich, selber sehen, dass es nicht so ganz einwandfrei ist. Ja, sie ruckelt ein bisschen. Naja, gut. Also bis bald. So, willkommen zurück zu einem winterlichen Video heute. Das erste Wintervideo. Und ich treibe mich natürlich wieder auf der Nordhelle rum, weil das ist die einzige Stelle hier im Märkischen Kreis, die wirklich tief winterlich ist. Die tieferen Regionen sind teils noch grün. Aber ich denke, das ist auch mehr reif, weil die Nächte eiskalt gewesen sind. Minus 6, minus 7 Grad. Jetzt sind es hier oben minus 4 Grad. Und das hält sich noch. Auch wenn die nächsten Tage noch etwas kälter werden sollen. Aber eine schöne Winterlandschaft. Und die Gelegenheit wollte ich doch nutzen, bevor es nächste Woche wieder anfangen soll zu regnen. Dann ist diese schöne Winterlandschaft weg. Wer weiß, wann wir mal wieder sowas bekommen. Mal hoffen, dass die Kamera durchhält. Ist mal ein bisschen windig hier. Eiskalt. Ich habe heute mal auf meine Handschuhe verzichtet. Weil ich wollte jetzt nicht zu lange hier oben bleiben. Ich muss noch woanders hin. Noch woanders Winterfotos machen. Und dann werde ich mal sehen, was daraus wird. Aber auf jeden Fall sieht es hier doch schon mal recht nett aus. Auch wenn man denkt, es schneit. Das ist der Schnee oder das Eis, was von den Bäumen fällt. Weil hier oben ist es auch neblig. Es kann sein, dass sich im Nebel sogar ein bisschen Schnee bildet. Aber ich denke mal, wenn Nebel ist, dann ist es auch feucht. Und dann bildet sich noch mehr Reif. Ich weiß nicht, ob das jetzt von den Bäumen kommt oder ob es doch grieselt. So, der schöne Robert-Kolb-Turm.
Ich glaube, die GoPro habe ich das erste Mal in dieser Kälte. Kann das sein? Ich hoffe, dass die auch gut mitmacht. Die Sony Handycam, die wollte ich auf keinen Fall mitnehmen. Weil da weiß ich nicht, wie die drauf reagiert, auf die Kälte. Heute ist Ruhetag. In der Nebensaison ist montags geschlossen. Deswegen ist hier nichts los. Ah, seht mal, das sieht doch auch echt klasse aus. So, mein Lieblingsmotiv. Diese niedliche kleine Hütte. So ruhig hier. Keine Vögel zu hören, gar nichts. So, dann werde ich gleich mal wieder runterfahren und gucken, dass ich hier unterwegs kurz anhalten kann. Es ist momentan nicht viel los. Deswegen habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, kurz anzuhalten. Aber da kann ich euch nicht mitnehmen. Die Fotos werdet ihr auf jeden Fall auf meiner Facebook-Seite sehen. Ist aber auch kalt. Ich habe schon kalte Finger. Ich krieg gleich Frostbeulen hier. Aber eine Überraschung ist es auf jeden Fall. Mit so einem frühen Wintereinbruch haben wir jetzt nicht gerechnet. Ob es jetzt eine weiße Weihnacht oder eine grüne Weihnacht wird, das weiß man noch nicht. Es wäre natürlich schön, wenn es weiß ist. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Was ist das denn hier? Täusche ich mich? Oder ist das ein Foto von mir? Ich glaube ja. Oh ja, ich erkenne es wieder. Das ist eins von meinen Fotos. Ist aber schon etwas älter. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, wo meine Fotos überall hingekommen sind. Auf jeden Fall nett. So, das ist auf jeden Fall mal ein Kurzvideo über den Winter auf der Nordhelle. Und dann mal sehen, was sich in den nächsten Tagen noch tut. Der Winter soll ja noch ein bisschen bleiben, die Woche. Mal sehen, ob ich noch was finde. Oder ob ich doch wieder irgendetwas bekomme. Einen Auftrag. Ich lasse mich mal überraschen. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis bald und ciao. Tja, wo soll ich heute anfangen? Wie ihr sehen könnt, liegt hier ein Corona-Test. Und den habe ich machen müssen, weil ich kurz vor Weihnachten krank geworden bin. Es waren grippeähnliche Symptome. Ich dachte erst, es wäre Corona. Dann habe ich irgendwann mal den Test gemacht. Und der ist zum Glück, den man vielleicht jetzt sehen kann, negativ. Also handelt es sich bei mir tatsächlich nur um eine reine Grippe. Schön ist es nicht, weil ich habe mir die Weihnachtsfeiertage wirklich anders vorgestellt. So ist Weihnachten für mich dieses Jahr aber richtig ins Wasser gefallen. Kein leckerer Braten, keine Feier, gar nichts. Ich habe nur gelegen. Das Fernsehen war die einzige Gesellschaft, die ich hatte.
wenig gegessen, keinen Hunger gehabt. Mittlerweile geht es wieder besser. Die Symptome sind weg. Aber ich werde jetzt noch ein paar Tage zu Hause bleiben, mich erholen und dann hoffe ich, dass ich gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder fit bin. Ja, es war nicht wirklich schön. Ich weiß nicht, woher ich die Grippe habe, wo ich mich angesteckt haben könnte. Ich habe keine Ahnung. Es war, oder besser gesagt, fing nach meinem letzten Termin an, dass mir auf einmal sämtliche Knochen wehgetan haben. Da war ich abends noch weg zu einer Veranstaltung, komme nach Hause und dann ging gar nichts mehr. Dann lag ich tatsächlich flach. Gleich am ersten Abend hohes Fieber gehabt. Über 38, Gott sei Dank nicht 39, also es war nicht allzu hoch. Es war noch gut im Rahmen. Und ja, das ist dann nach 2, 3 Tagen dann weggegangen, das Fieber. Aber trotzdem, der Husten, der Schnupfen, die Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, unerträgliche, ich sage es euch. Naja, sowas muss man halt mal wieder durchmachen. Über 3 Jahre lang hatte ich gar nichts, weil man sich ja auch durch Corona sehr intensiv geschützt hat mit der Maske und hat den Abstand gehalten. Aber irgendwas muss passiert sein, dass ich mich da vielleicht irgendwo doch noch mit der Grippe angesteckt habe. Zumindest bin ich erleichtert, dass der Corona-Test wirklich negativ ausgefallen ist. Was aber noch viel schlimmer ist, ich konnte die ganze Zeit keine Schokolade mehr essen. Der Adventskalender ist immer noch nicht leer. Ich habe noch einige Türchen vor mir. Aber ich komme nicht dran, ich kann es nicht essen. Solange ich noch Husten habe, ne, ist noch ein bisschen. Und wenn ich Schokolade esse, das reizt wieder ein bisschen mehr. Deswegen muss ich erstmal darauf verzichten und hoffe, dass ich ihn vielleicht doch noch dieses Jahr irgendwann mal aufgegessen habe. Oh, das tut so weh. Die leckere Schokolade und ich kann sie nicht essen. Das ist Folter. Ich will sowas nie wieder haben. Weihnachten, Grippe, das ist tödlich. So, was ich hier habe, ist eine Lampe für die GoPro. Die habe ich gefunden im Online-Shop. Ich dachte, die Lampe ist genau die, die mir noch fehlt für die GoPro. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Gelegenheit gehabt, sie auszuprobieren. Wenn man ständig nur liegen kann, hat man irgendwie keine Nerven dafür. Steht sie hier rum? Ja, zumindest habe ich sie mal ausprobieren können. So, ist ja vielleicht ein bisschen zu hell gerade. Kann man ein bisschen dunkler machen. Ja. Und zwar wird die unter die GoPro gesteckt. Das heißt, die GoPro kommt hier oben drauf. Hier ist extra der Schuh dafür. Das ist jetzt kein Original von GoPro, sondern das ist ein anderer Hersteller. Damit ich mit der GoPro auch im Dunkeln filmen kann. Leute, ich bin mir so zittrig heute. Ich habe noch gar keine Kraft in den Armen. Ja, wie gesagt, im Dunkeln filmen. Mal sehen, ob das was bringt. So teuer sind die Dinger auch nicht. Ich habe gar nicht viel dafür bezahlt. Es gibt zwar auch eine solche Lampe für die GoPro extra, also von GoPro selber, kostet aber 50 Euro. Und die kostet nur ein paar Euro. Ja, warum nicht, ne? Die ist genauso gut. Wieder ausmachen. Ne, SOS. Nein. Braucht kein SOS jetzt. So. Einmal von vorne. Ja, die hat was. Oh, lasst mich bald irgendwann wieder rauskommen und dann werde ich die ausprobieren. Na, es sind noch ein paar andere Sachen, die ich bestellt habe. Und zwar werde ich Glaskugelfotografie im Studio machen. Dazu brauchte ich ein bisschen Equipment. Auch das habe ich bis jetzt noch nicht testen können. Es liegt im Studio, unberührt, noch verpackt.
Da muss ich ehrlich jetzt irgendwann mal dran. So, und hier lässt das Chaos noch grüßen. Ein ganzer Stapel hier noch liegen. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen, das auszusortieren. Meine Terminkalender, die sind voll. Muss mal die anderen rausholen, die neuen. Ja, wenn ich nur wüsste, wo ich die jetzt hingetan habe. Ja, zumindest habe ich geschafft, hier das Büro aufzuräumen. Und vielleicht habe ich auch zu viel verräumt. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, mal sehen, was da in dem Terminkalender noch alles drin ist. Stellt er nicht scharf? Was ist los? Ah, jetzt kommt er. Oh, da werde ich mich mal wohl beschäftigen müssen die nächsten Tage. Naja, meine Weihnachtsbeleuchtung ist wenigstens noch an. Diese Lichterketten sind batteriebetrieben, also die hängen jetzt nicht an der Steckdose. Man muss ja sparen, wo es nur geht. So, ich hoffe, dass die noch bis nach Silvester durchhält. Zumindest die Batterien, dann lasse ich sie auslaufen, bis die Batterien ganz leer sind und dann kommen die Lichterketten, sind mehrere, ist nicht nur eine. Kommen sie wieder in den Karton, bis nächste Weihnachten. Die sind doch echt geil. Schön mit Tannenbaum und künstlichem Schnee. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen draußen. Willkommen zu einem neuen Video im neuen Jahr 2023. Jetzt hat es die letzten Tage geregnet. Die Lenne ist mehr als voll, wie man sehen kann. Es ist teilweise zu Überflutung gekommen. Heute regnet es nicht mehr ganz so viel. Es ist mehr Schneeregen, aber trotzdem ist es alles voll noch. So, einmal hier rumgehen. Ich hoffe, dass trotzdem Lärm meine Stimme hier zu hören ist, weil ich kein Aufsteckmikrofon jetzt dabei habe. Da hinten ist, also zumindest unter der Brücke, eine Menge Treibgut. Da ist eigentlich der Durchgang, der Fußweg, aber der ist überflutet. Ein guter Start ins neue Jahr, wenn das Wetter nicht so mitspielt. Vielleicht finde ich noch eine andere Stelle, wo ich hinkomme, wo es nicht ganz so schlimm ist.
Aber mal sehen. Ich habe heute gerade erst angefangen. In 2 Stunden wird es dunkel. Bis dahin wollte ich das Licht noch ausnutzen. So, jetzt bin ich an einer anderen Stelle, und zwar an der Waterkant. Ja, hier sind noch ein paar Spaziergänger. Es regnet gerade nicht. Übrigens habe ich jetzt eine zweite GoPro. Nochmal die 7er, die gibt es nicht mehr zu kaufen, neu, deswegen habe ich eine gebrauchte bekommen. Allerdings ist das eine limitierte Edition, eine weiße. Ich meine, die nennt sich Dusk White. Nachdem ich ein paar Tests mit der Cam jetzt schon gemacht habe, kann man sagen, ich bin sehr zufrieden. Die hat nur äußerlich so ein paar Spuren, Gebrauchsspuren, das ist nicht weiter schlimm. Technisch ist sie einwandfrei und sie macht auch das, was sie soll. Akku ist auch mit dabei gewesen. Somit habe ich jetzt einen, schon habe ich jetzt 3, 4, 5 Akkus insgesamt. Ist kompatibel mit meinem Zubehör. Hier sind die Leute gerade weg. Ja, prima. Aber da unten auf das Podest komme ich nicht. Das ist überflutet. Naja, da ist aber auch eine Menge Treibgut. Naja, da kommt man nicht wirklich hin. Ich kann es immer versuchen, aber weiter ans Wasser komme ich nicht. Ich frage mich nur, warum die bei allen Kameras die Akkus schon wieder leer sind. Ich habe doch nichts gemacht. Ich glaube, die Akkus gehen vom Rumstehen leer. Da ist schlecht hinzukommen. Ich sehe schon. Hinsetzen kann man sich auch nicht. Naja. So. Jetzt habe ich mal ein paar wenige Fotos gemacht. Das sind mehr Pressefotos. Ich wollte euch nur mal den aktuellen Stand zeigen mit dem Hochwasser. Es fängt schon wieder an zu regnen. Wie gut, dass die GoPro wasserdicht ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in nächster Zeit wieder mit einem neuen Video. Hoffentlich kann ich dann wieder auf Fototour gehen, sobald das Wetter besser wird. Es ist eigentlich Schnee angekündigt, aber ich glaube nicht, dass es noch mal weiß wird. Der Winter sieht schlecht aus. Also dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Vom Schmuddelwetter einen Tag zuvor in traumhaftes Winterwetter. Es hat tatsächlich über Nacht so viel geschneit, dass es in den höheren Regionen weiß geworden ist. In den Tälern ist es noch grün, aber vielleicht wird daraus auch noch was. Und dazu ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Dennoch vielleicht ein bisschen kurz, aber das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, euch das zu zeigen, wie es gerade aussieht. Also da unten ist Plettenberg. Und weiter hier vorne die Häuser, das ist Elsen. Und dazwischen Hüinghausen. Versteht sich. So, ich wollte ein paar Winterfotos machen, bevor es gar nichts mehr gibt. Allerdings soll es übermorgen noch mal schneien und am Freitag. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr und es schneit bis in die Täler. Naja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es hier so viel schneit in Erscheid.
Ich dachte, wir bekommen wieder nichts ab. Aber da war ich doch überrascht heute Morgen, als alles weiß war. Temperaturen um 0 Grad. Das hätte man noch gerne zu Weihnachten gehabt. Obwohl, da hätte ich ja auch nicht so viel davon gehabt, wenn ich nur im Bett gelegen habe. Hätte ich mich doch tatsächlich geärgert. Aber so habe ich doch noch Glück. So, ich werde mich hier noch auf Herrscheidergebiet umsehen, ob ich noch was finde, wo ich Fotos machen kann. Die Sonne geht nämlich langsam unter. Ihr wisst ja, das Zeitfenster ist im Winter kürzer als im Sommer. Jetzt haben wir gerade ein paar Fußgänger einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja. So, ich habe mir ein paar Prospekte besorgt, um zu sehen, wo ich noch keine Fotos gemacht habe. Ist da was im Busch? Naja, vielleicht ein Vogel. Und ich gucke mal, wo ich noch ein paar Orte finde. Prospekte werde ich mir heute Abend mal in aller Ruhe durchlesen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ich neue Orte zeigen werde, auch neue Fotos machen werde. Und ich bin mal gespannt, was sich daraus machen lässt. Also auf jeden Fall sind die Orte schon mal vielversprechend. So, ich werde mal weitersuchen. So, kaum bin ich hier in Herrscheid unterwegs, schon kriege ich eine Nachricht, ob ich Winterfotos gemacht habe. Ja, das ging aber fix. Ich weiß doch ganz genau, was gebraucht wird. Hier sind schöne, naja, nicht gerade Eiszapfen, aber die Wassertropfen sind gefroren. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Naja, ist ja egal. Es sind auf jeden Fall welche da. Natürlich meine Lieblingsstelle, Marlin. Muss sein. So, und da es jetzt mal wieder sehr eilig ist, muss ich mich sputen. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video hier. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald und ciao. So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Der Winter, der hat jetzt nochmal richtig Gas gegeben. Es hat noch mehr geschneit. Deswegen sehe ich mich mal ein bisschen um. An der Fersetalsperre, wo es wunderbar winterlich ist. Das erste Mal seit langer Zeit wieder. Ein Traum. Heute ist Freitag und es sind noch nicht so viele Spaziergänger unterwegs. Die werden mit Sicherheit morgen kommen, am Samstag. Und es ist davon auszugehen, dass auf der Nordhelle wieder extrem viel los sein wird. Das bedeutet natürlich wieder für mich etwas Arbeit, was immer schön ist. Aber wenn so viel los ist, ja, schwierig. Schon allein die Parksituation ist schwierig. Ja, mal sehen. Vielleicht geht es für viele auch Richtung Winterberg auf den kahlen Asten. Lassen wir uns mal überraschen. So, ich mache ein paar Fotos und dann schaue ich mal, was auf der Nordhelle so los ist. Also bis gleich. So, und schon bin ich auf der Nordhelle. Und wie ich es mir gedacht habe,
sind noch wenige Spaziergänger unterwegs. Parkplätze sind noch frei. Also kann man hier heute noch in Ruhe spazieren gehen. Ja, das ist doch mal richtig Schnee. Ja, das sind noch Hinterlassenschaften vom letzten Sturm, glaube ich. Bis vor ein paar Minuten war es noch neblig und jetzt arbeitet sich so langsam die Sonne durch. Also seht euch das mal an. Das ist doch traumhaft schön. Also das muss man doch voll ausnutzen, wenn man noch so schön alleine hier ist. Soviel ich erfahren habe, sind die Loipen noch nicht gespurt, weil teilweise die Wege noch beschädigt sind durch die Baumfällung. Aber darum sollte sich ja noch gekümmert werden. Ja, das hat doch was. Gut, zu weit wollte ich jetzt auch nicht laufen. Aber es wird ein bisschen kalt an die Füße oder an die Beine. Minus 2,5 Grad zeigt es im Auto an. Ich weiß nicht, ob das nachts noch weiter runter geht. Das ist doch eine wirklich märchenhafte Landschaft hier. Schön. Sowas hat man selten. Jetzt mache ich mich mal wieder so langsam zurück auf den Weg zum Parkplatz. Also ich bin ja mal gespannt, was am Wochenende so los ist. Sonntag soll es noch mal schneien. Wie viel? Das weiß man noch nicht. Heute sollte es eigentlich auch noch schneien. Aber das Schneefallgebiet ist südlich abgezogen. Es wollte nicht mal hier hinkommen. Was ich jetzt in den Sommermonaten oder schon im Frühling machen werde, ich versuche mal an die Ebbemoore dran zu kommen. Jetzt fängt es wieder an, ein bisschen neblig zu werden. Sieht so aus, als wenn es wieder ein bisschen grieselt. Also wie gesagt, Ebbemoore, hier sind ein paar kleinere versteckte Teiche und die versuche ich zu finden. Auf jeden Fall ist es dann nicht mehr so kalt wie jetzt. Seht euch das mal an. Lasst mal den nächsten Sturm kommen und dann ist alles runter. Oder es kommt einer vorbei und macht das selber. Es ist so ein leichtes Knistern zu hören im Wald. Na gut. Dann beende ich dieses Video für heute. Ich sehe mich jetzt noch mal ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob ich zum Robert-Kolb-Turm hochkomme. Da wollte ich mich auch mal kurz umsehen. Naja, das ist wieder Glückssache. Aber zumindest wollte ich euch ein bisschen winterliche Landschaft von der Nordhelle zeigen. Und dann geht es wieder rein ins warme Auto. Also macht's gut, bis bald. Ciao. So, willkommen zurück zu einem neuen Video auf der Nordhelle. Es ist ruhig, es ist entspannt.
die Zahl der Gäste, der Schneefans, Winterfans, wie man sie auch nennen mag, ist normal. Also die Parkplätze sind voll, aber jetzt die Straßen selber, die sind alle frei. Jetzt habe ich ein paar Leute interviewt. Es kommen wirklich viele aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland und wollen sich diese Winterlandschaft nicht entgehen lassen. Weil es hier auch ein bisschen ruhiger ist. Viele sind nach Winterberg unterwegs, weil heute eine Dampflokomotive kommen soll oder schon da ist. Und das ist natürlich das Highlight. Jetzt habe ich gerade ein kleines Problem gehabt. Ich weiß nicht, ob die GoPro aufgezeichnet hat. Die hat sie ausgeschaltet. Die war auf einmal auf 3% runter, der Akku. Jetzt versuche ich das mit dem Handy zu machen. Also ich bin hier auf der Nordhelle. Es ist relativ wenig los. Hier oben beim Robert-Kolb-Turm sind sehr wenig Spaziergänger. Weiter unten ist mehr los. Die wollen natürlich alle rodeln, ist klar. So, ich habe ein paar Leute interviewt. Ich sag's nochmal, falls die GoPro doch nicht aufgenommen haben sollte. Das ist natürlich für die Presse, Leute interviewen. Ja, und ich werde gucken, wo ich jetzt noch woanders eine Stelle finde. So, hier ist auch ein bisschen mehr los. Ich zeige die Leute jetzt nicht, die sind hinter mir. Herrlich. Ja, jetzt kommen aber deutlich mehr. Das Wetter wird doch besser. Ab und zu kommt die Sonne raus. So, jetzt bin ich mal an einem der Geheimorte in Erscheid. Und es ist auch hier viel los. Naja, was heißt viel? Ein Kommen und Gehen. Auch viele aus dem Ruhrgebiet sind hier mit dem Schlitten unterwegs. So, das ist auf jeden Fall gewesen. Kurz und schmerzlos, damit ihr sehen könnt, was hier heute am heutigen Samstag los ist. Morgen geht es wahrscheinlich weiter. So, und ich fahre jetzt nach Hause und lade den Akku der GoPro. Die ist wahrscheinlich bei der Eiskälte so schnell leer geworden. Dann beende ich das Video für heute und sage, macht's gut, bis bald und ciao.